Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Mick Knauf Delia. Ich habe ja gestern schon ein Stück zur Wahl gemacht zu den Vereinigten Staaten, zu den eventuellen Gewinnern oder gar auch Verlierern, zum Devisenmarkt, zum Goldmarkt. Was wäre, wenn wer halt eben Präsident wird? Ob nun halt eben Donald Trump oder auch Hillary Clinton. Ja, da haben wir da Vorteile, Devisen- und Goldmarkt. Schauen Sie sich das Stück nochmal an, wenn Sie schauen könnten, wer da eventuell von profitieren könnte. Letztlich auch das ein oder andere deutsche Unternehmen dabei gewesen. Ja, wenn wir jetzt mal weiterschauen in die Landschaft, in die Vereinigten Staaten hinein, klar, das große Thema Wahlberichterstattung steht natürlich ganz, ganz weit oben. Ja, was haben wir für Sender in Amerika? CNN, CNBC und auch Fox, Fox News, das sind so in etwa die Sender, die wir hier in Deutschland aus Amerika kennen. Ja, Fox ist ja nun der Sender von Rupert Murdoch, dem Medienmogul in den Vereinigten Staaten, und letztlich muss man sagen, ja, Fox News ist auch das Sprachrohr der Republikaner. Verständlich, dass da natürlich die Demokraten nicht so gut gelitten sind. Naja, und gerade halt eben durch die Wahlberichterstattung, aktuell durch die TV-Duelle, durch die Wahlkampfauftritte natürlich der beiden Kandidaten, muss man sagen, da hat man bei Fox jetzt mittlerweile schon Rekordeinschaltquoten herstellen können. Und klar, Rekordeinschaltquoten heißt in Amerika, dass Fox in etwa täglich eine treue Zuschauerzahl von an die 3 Millionen hat. Das ist natürlich zu Wahlkampfzeiten anders. Da hat sich das Ganze teilweise sogar verdoppelt, muss man sagen. Naja, und hat man natürlich dementsprechend gute Einschaltquoten, ja, dann kann man natürlich auch super, super Werbung im TV verkaufen. Und verständlich, dass man da halt eben jetzt steigende Werbeeinnahmen zu verzeichnen gehabt hat. Verständlich, der Umsatz dementsprechend im jetzigen dritten Quartal für Fox um 10% nach oben gelaufen. Verständlich. Und das war der größte Wachstumstreiber der First 26 Fox, die wir ja kennen, aus dem Kino, aus dem Filmbereich heraus. Ja, vor allen Dingen eine Frau, die hat da wohl für Furore gesorgt und tut es immer noch. Und zwar Megyn Kelly, eine der sogenannten Host- oder Anchor-Moderatoren, die halt eben Fox News hat. Ja, 1970 ist sie geboren, also auch nicht mehr die Jüngste, muss man sagen, 46 dementsprechend, macht aber wohl ein Format mit dem sogenannten Kelly-File, was durchaus natürlich hier zu Wirbeln führen kann. Ja, die hat die erste Debatte zum Beispiel mit damals Donald Trump geführt. Da ging es natürlich verständlicherweise um Donald Trumps frauenfeindliche Äußerungen. Das hat sie thematisiert, und man muss dazu sagen, dass die Fragen damals, kann man sich ja heute noch anschauen, bei Donald Trump nicht gerade für Freude gesorgt haben. Aber in der Journalismus-Szene hat man anschließend dementsprechend dann doch Megyn Kelly sehr, sehr gelobt und gesagt, sie wäre die Gewinner dieses Interviews gewesen. Also von daher hat sie natürlich polarisiert und dadurch natürlich noch mal mehr Interest auf Fox News gezeigt. Naja, und wenn man sich das Unternehmen mal anschaut, kann man relativ deutlich feststellen, dass seit einem Monat die Aktie 12% gut gemacht hat. Auf 5 Jahre liegt sie immer noch bei über 100%. Aktuell notiert sie in etwa um die 24,50 €. Also man kann ja mal schauen, auch wer so nebenher Gewinner sein könnte, wenn es halt eben gerade um den großen Bereich der Wahlen geht. Und da muss man ganz klar feststellen, scheint Fox oder Fox News gerade mit der Anchorfrau Megyn Kelly relativ weit vorne zu liegen, und die Anleger honorieren das halt eben dementsprechend auch. Ansonsten hätten wir ja keinen Anstieg über 10% in den letzten 4-5 Wochen bei der Aktie gesehen. Also einen Wahlkampfgewinner haben wir auf jeden Fall so oder so. Und die Wahlnachberichterstattung, ja, die kommt ja auch nochmal dazu. Und da wird man natürlich dann schauen, wer halt eben der Kandidat ist, der dann tatsächlich Präsident oder Präsidentin wird. Also dementsprechend, sollte es ein Republikaner sein, wird sich natürlich vieles, vieles mehr logischerweise nochmal auf dem Sender von Rupert Murdoch auf Fox abspielen. Naja, und die Einschaltquoten garantieren dann natürlich auch weiter steigende Werbeeinnahmen. Und das wiederum heißt, dass auch die Aktie natürlich weiter nach oben laufen könnten. Also immer mal rechts, immer mal links schauen, auch wenn es um die politischen Börsen, auch wenn es um die Wahlen geht. Und dann kann man auch bei Zeiten da halt eben auch mal ein gutes Geld verdienen. In diesem Sinne, morgen, wissen wir ja, geht's zur Sache. Oder heute Nacht, besser gesagt, muss man ja sagen, morgen hoffen wir dann dementsprechend mehr zu wissen, mehr zu erfahren, wer nun Präsident oder Präsidentin wird.
Ich werde Sie natürlich dementsprechend auf dem Laufenden halten. Bleiben Sie mir und der Börse so lange gewogen.